Hallo, ich bin Viola, ich bin das Heimwerker Girl aus der neuen Wohne TV-Serie. Ich bin René und ich werde den Vincent spielen. Hallo, ich bin Viola und das Heimwerker Girl der neuen Wohne TV-Serie. Ich bin René und ich werde den Victor spielen. Heute ist der erste Tag in unserem Trainingslager für diese Serie. Genau, wir sind schon sehr gespannt, was uns erwartet. Drinnen sitzt schon der Experte, der uns so einiges zeigen wird. Genau. Ich freue mich schon. Wir sind schon sehr gespannt. Gehen wir mal rein. Entschuldigung, wer bist denn du? Heimwerker King. Ja, ganz einfach. Und? Ich habe das Heimwerken erfunden eigentlich. Und deswegen? Ja, gebe halt gern Tipps und Tricks und gebe mein Wissen gern weiter. Ja, ewig leben werde ich auch nicht und mit ins Grab nehmen kann man das Wissen ja auch nicht. Also insofern bin ich da sehr großzügig. Mhm. Weil mehrere Menschen hier über recht viel Erfahrung verfügen mittlerweile, wie man denn Handwerk ganz gut bis sehr gut präsentieren kann, dass es für andere Menschen auch verständlich ist und leicht nachvollziehbar ist. Und das ist ja auch der Sinn von den Wohnnetzspots. Und ich bin sehr gespannt, was da rauskommt. Super! Was ist der Vorteil von der grünen Farbe? Sie ringt sehr gut. Und? Sie pickt. Wasserlöslich. Ah. Wir drehen für Wohnnet.tv unsere Heimwerker-Spots, um insbesondere den jungen Frauen zu zeigen, wie man handwerkt, der die Männer immer laxer werden, Computerspiele machen und die Frauen nachweislich immer mehr im Hause selbst angreifen. Viola, ja? sag einmal, was tat's denn hier eigentlich? Wir malen gerade unser selbstgebautes Regal mit Acryllack an, damit das schön weiß wird und vielleicht bekommt es noch Farbe, das weiß ich nicht. Und bist du... Machst du das, also taugt dir sowas? Ja, das taugt mir sehr. Ich male gerne. Aber überhaupt das Handwerken ist sehr, sehr spannend, weil ich das sonst eigentlich nie in der Form gemacht habe, höchstens IKEA-Möbel zusammengebaut und so. Dann habe ich wirklich schon sehr viel gelernt in sehr kurzer Zeit. Mhm. Was machst du denn sonst? Sonst bin ich Studentin und Verkehrsredakteurin. Victor, von wo bist du eigentlich? Ich bin ursprünglich aus Deutschland. Aus dem Raum Hannover. Mhm. Aber ich dachte, ich komme ja hierher und zeige den Österreichern mal, was wir Deutschen so können. Sehr gut, mit deutscher Gründlichkeit, hoffe ich. Genau, genau. Weil der Deutsche ist doch ein bisschen verhöhnt hier in Österreich teilweise und möchte, dass das möchte das dagegen wirken quasi. Bitte ein Resümee der letzten zwei intensiven Arbeitstage vielleicht. Es ist verdammt viel Arbeit. Es ist viel mehr, als ich geglaubt habe. Es ist total spannend, sich die einzelnen Arbeitsschritte anzuschauen und sich zu überlegen, wie man die isolieren kann, um daraus dem Seher eine brauchbare Information zu geben. Natürlich will man das also immer besser machen, immer optimaler machen. Denkt es noch mehr Vorbereitung, wie könnte man es entsprechend tun, aber ich glaube, es wird.